herzlich willkommen. Schön blöd geht los. Okay für alle, oder? Ich bin sehr zufrieden, dass es jetzt losgeht. Na gut, kommen wir direkt zur wohl berühmtesten Tante. Nein, nicht Tante Polly, sondern Tante Käthe. Sie wissen schon, die Dame, die über sich selber sagt... Natürlich bin ich grundsätzlich natürlich ein Kind. Ja, und das hat auch den DFB überzeugt in Sachen Verjüngung. Und so wird der alte 54-jährige Bierhoff durch den deutlich jüngeren 62-jährigen Rudi Völler ersetzt. Darum wird es Zeit, mal mit den größten Gerüchten rund um Rudi aufzuräumen. Zum Beispiel, was seine Frisur angeht. Er hat auch keine Dauerwelle. Ebenso ein Gerücht ist, dass Rudi ein Chef von oben herab sein soll. Einer, dessen Führungsstil einem simplen Erfolgsrezept folgt. Mach doch einfach, was ich mir wünsche. Ja, und das schlimmste Gerücht klingt so. Rudi Völler, das gibt's nur rein, Rudi Völler. Dazu der genannte. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Ja, denn auch das ist ein böses Gerücht. Es gibt momentan mindestens 3 Rudi Völlers in Deutschland. So, alles ausgeräumt. Jetzt wird der gebürtige Hanauer also neuer Sportdirektor beim DFB. Dass man auch beim DFB endlich mal wieder auf Expertise aus Hessen setzt, das finden wir schön. Und können uns schon vorstellen, wie Völler 2025 Nachfolger von Bundeskanzler Scholz wird und 2030 dann Nachfolger von ihm. So, kommen wir von dem einen Paradiesvogel zum anderen. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Und damit zu was Neuem aus der Rubrik. So ein Vogel auf dem Ast sitzend ist auch nett. Ja, ein rosa Pelikan hat sich gedacht, was soll ich in Südosteuropa leben oder in irgendeinem Zoo, wenn es doch auch an einer Schleuse geht. Deshalb ist das so ein kleiner Zoo-Moment draußen in der Natur. Ja, die Menschen sind begeistert. Vor allem, weil der Vogel tatsächlich aus Deutschland zu sein scheint. Zumindest benimmt er sich so. Der rosa Pelikan, der startet morgens um 11:30 rum und kommt nachmittags gegen 5 Uhr wieder zurück. Ja, da stimmt einfach die Work-Fly-Balance. Klar, dass die arbeitgebenden Zoos das nicht gerne sehen und den Freiheitsdrang des Abtrünnigen geradezu ins Lächerliche ziehen und sagen, dass so ein Vogel der Meinung ist, er müsste mal die Welt kennenlernen. Dass ein Vogel auf der ganzen Welt leben könnte, sich sein Zuhause aber bei uns in Hessen sucht, das finden wir schön. Und hoffen, dass der Flüchtling auch bleiben darf, haben da allerdings schon unsere Zweifel. Wir könnten prinzipiell jeden Moment loslegen. So, kommen wir direkt zur Erkenntnis der Woche. Das ist ganz unpopulär, das zu sagen, aber die Männchen sind in diesem Fall die Guten. Gemeint sind natürlich nicht diese Männer. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Sondern die Männer, denen es auf der ganzen Welt am schlimmsten geht. Und das, weil eine Firma aus Gießen es so will. Richtig, die Rede ist von der Mittelmeerfruchtfliege. Eher dem Mittelmeerfruchtfliegenmännchen, das schon vor der Geburt diskriminiert wird. Wir haben es so gezüchtet, dass dann nur die Männchen braune Puppen sind. Braune Puppen. Tja, und wenn sie dann auf der Welt sind, geht es martialisch weiter. Nur die männlichen braunen Puppen werden mit Hilfe von Strahlung sterilisiert und bei Bedarf über Plantagen abgeworfen. Dass ausgerechnet sich eine Firma aus Gießen einen Namen damit machen will, Männer zu diskriminieren und in den Dreck zu ziehen, das finden wir blöd und schließen uns Tante Käthe an. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. So, jetzt müssen Sie wieder eine Woche ohne Schönblöd klarkommen. Das ist alles ein absoluter Wahnsinn. Trotzdem, Schluss mit lustig.